Brand. Nee, der ist für uns völlig irrelevant. Der Townsend wäre ganz cool gewesen. Aber wir sind sowieso locker flockig erst. Hui! Das heißt, wir pacen jetzt die Zielgerade runter. Deine erste Meisterschaft. Herzlichen Glückwunsch. Yeah. Tut mir leid, war nicht allzu spannend, aber... Ja, kann man nichts machen. Die Massenkaramulage hat das Ganze auch nicht wieder rausgeholt vom Fun-Faktor her. Da ihr seht, wir können nicht wirklich in der Wettkampfliste mithalten. Hall of Fame auch ganz witzig. Wie ich vielleicht am Anfang Tolle sagte. Arbeit. Das ist dein bisher dickster Scheck. Müssen wir gucken, ob das wirklich noch hinhaut hier mit der... Wir haben unseren ersten Sponsorendeal. Ich war so frei, den Wagen damit auszustatten. Wir verdienen jedes Mal Geld, wenn wir ihre Ziele erfüllen. Du kannst dich ab sofort selbst um das Sponsoring kümmern. Je höher du steigst, desto bessere Angebote erhalten wir. Von immer besseren Firmen. Ich gebe dir Bescheid, wenn neue kommen. Da habt ihr das gehört. Wir rüsten jetzt einfach mal aus, alle drei. Man bekommt nach jeder neuen Meisterschaft, nach jedem Rennen, neue Sponsoren dazu. Man klebt das Fahrzeug einfach damit voll und dann kann man... Da-da-da-da. Wir können es tatsächlich fahren. Beim Crash Derby gibt es praktisch keine Regeln. Sieger ist der Fahrer... Ja, das müssen wir uns nicht anhören, das schaffen. Beim Crash Derby gibt es praktisch keine Regeln. Sieger ist der Fahrer, der als erster die Ziellinie überquert, egal mit welchen Mitteln. Wenn du am Rennen teilnehmen möchtest, brauchst du zuerst einmal einen Wagen. Nee. Ah, wir hatten genug Geld ausgezeichnet. Ich habe oben rechts immer geguckt. So, dann geht's mal los. Ich verspreche euch, Leute, das wird ein Fest. Das ist die einzige Meisterschaft, wo ich immer in der Hall of Fame auf Platz 1 war. Also die meisten Siege und so weiter. Das Rennen rockt einfach. Boxt dich bis zur Ziellinie durch, egal. Ihr werdet gleich sehen, warum es so. Hier scheiße ich auch immer auf irgendwie sauberes Fahren und so. Hier heißt es nur Gegner rausrammeln. Gentlemen, start your engines! Ich liebe dieses Rennen. Ihr seht, gerade Heckantrieb ist angesagt. Also wenn hier keine Gegner rausfliegen, wie sie auch. Kevin Rockford has crashed into the barrier! Wow! Mach mal Platz! So. Terrible crash! Hank Sergeant just ran out of Kevin Rockford ist wirklich einer der besten Fahrer dieser Meisterschaft. Hey, hey. Oh, oh, verdammt! Oh, scheiße! Oh. Also man kann ruhig noch mal öfter crashen hier, das ist gar kein Ding. Weil hier fliegen so viele Gegner eigentlich immer raus. Das ist die beste Stelle. Es kann wirklich mal sein, dass da hier ein Gegner seitlich kommt. Ah, das sollte eigentlich nicht passieren. So, und man fährt einfach direkt weiter, als wäre gar nichts passiert. Aber ihr seht vielleicht, das ist echt die beste Meisterschaft. Massencrash! Und ich war nicht dabei. Da seht ihr das, ein Gegner hat's übergeschlagen. Ja, ich weiß, es heißt überschlagen, aber ich wollte es einfach nicht sagen. Ich weiß nicht, ob er liegen bleibt. Drehzahl ist halt der Überschlag. Überliegt der Schmörder ein. Wow. Wir sind Dritter. Per Anhalter durch den... Don McCrawford has run into the wall! Ihr seht vielleicht, was ich meinte. Wow. Da ist die Massenknutsche. Da waren 4 oder 5 Autos gerade auf den Fleck. Und ich bin Erster geworden. Wie geil ist das denn? Ohne, da ich wirklich was gemacht habe. Seht ihr, das meinte ich mit der Meisterschaft hier. Das ist auch so eine Stelle. Wäre ich jetzt ein bisschen weiter rechts, dann hätte ich... So, seht ihr, man kann, wenn man nicht... Also die Gegner, die bleiben denn, die, wenn sie auf dem Dach sind. Ich weiß auch nicht, warum das ist. Aber man selber fährt dann weiter. Hier soll es rechts sein.
Aber die Gegner, die können auch normal einfach stehen und nicht weiterfahren, dann ist das Auto so stark beschädigt, das kann uns nicht passieren. Oh. Scheiß Müll. Ah. Oh shit. Whee. Der hat einen Abgang gemacht. Wie geil sah das denn aus? Von der Seite. Psch. Zu Pommel. Oh, oh, oh. Oh, verdammte Acke. Das ist einfach nur Fun, das ist halt so geil. Darauf habe ich nicht gewartet. Das ist, glaube ich, auch mit einer der Gründe, warum ich hier das Spiel geholt habe. Das bringt dir einen Platz auf dem Siegerpodest ein. Nicht schlecht. Mir ist sowas von Latte. Am liebsten würde ich die Wiederholung noch angucken, wenn ich wüsste, dass wir genug Zeit haben. Na, jetzt 1, 2, 4 Autos nicht im Ziel. Kevin Rockford, wir sind von Kevin Rockford. Aber der Steve Markowski ist auch einer der Koryphäen in diesem Gebiet hier. Das war schön gesagt. So, bam, bam. Da, da, da. Das gibt uns 11.000 Euro Zusatz. Hier geht es einzig und allein darum, als Erster ins Ziel zu kommen. Yeah. Dann machen wir direkt mal. Das ist jetzt eine andere Strecke, das seht ihr jetzt direkt am Anfang wieder schon. Ah, verdammt! Das hat's voll gebracht. Aber egal. Was ein Pech. Das gibt uns ein paar Positionen Vorsprung. Wey! Nein, verdammt! Ah, das gibt's doch nicht. Ah. Wir sind trotzdem neunter. Hier gibt es schon die nächsten Crash. Ein Auto steht. Ne, es fährt weiter. Sind wieder ab da. Da gucken wir uns jetzt die Kurve hier bereit. Ein kleiner Crash. Stoßstange könnte besser abfallen. Hintergrund. Ich glaube, wir haben einen Sack. Hallo. Verdammt. Craig Lauder has just smashed into the barrier. Junge, jetzt komm mal klar hier. So. Friss. So, jetzt fahren wir mal wieder ein bisschen vernünftig. So. Haben wir halbwegs gut. Platz 5? Obwohl ich. Doch, wir sind gerade über den Typen rübergefahren. Also Platz 1 wechselt sich hoch immer ab, kann das sein? Platz 6 ist uns irgendwie auf den Fersen. Bin mal gespannt, was jetzt die Kurve hier für uns parat hält. Nichts, schade. Aber. Wenn das fucking trifft, vor die ganze Kurve rum. Ey, pass auf, Bray. Ah, wir sind hier in den Reifenstapel gekommen. So, zwei Leute sind unmittelbar vor uns, kann man versuchen. Whee, wir haben den ersten abgeschossen. Haben den ersten sogar überholt, also den James Kent. Da seht ihr, dass der Steve Markowski ist wieder vorne. Aber nicht mehr lange. Ey, Cooper ist auch zu weit. Jetzt müssen wir nur noch versuchen, halbwegs normal hier rumzukommen, aber normal ist bei diesen Rennen hier gar nichts. Seht ihr, was ich meine? Es gibt einfach keine Garantie, dass man irgendwie sauber. Oh, was war das denn?
Nichts passiert, Leute, es geht weiter. Haha, wir sind Erster wieder, ist das super. Wir sind Erster. Das Rennen war einfach mal ein Fest. Gut gemacht. Ich weiß nur nicht, ob wir auch die Meisterschaft gewonnen haben. Ich beende einfach mal. Wenn ihr wirklich einen Part braucht, da seht, dass nur 5 Autos in das Ziel gekommen sind. Oh, ich liebe dieses Rennen. Wenn ihr wirklich nur ein Part damit haben wollt und mit den Sofortwiederholungen, dann schreibt es einfach in den Kommentaren. Ich würde mich freuen und wir haben tatsächlich geschafft, Erster zu werden. Wie ist das? Ach ja, da 14 Siege brauche ich dafür und das habe ich damals immer geschafft. Ich werde es auch dieses Mal schaffen. Und wir kriegen natürlich auch neue Gut Sponsoren. Gemacht, Mike. Tolle Arbeit. Das ist dein bisher dickster Scheck. Yeah. Denkst du nicht, wir sollten Verträge mit neuen Sponsoren schließen, die mehr Geld einbringen? So. Willkommen auf dem Teamverwaltungsbildschirm. Hier kannst du Teammitglieder einstellen, Sponsoren auswählen sowie dein Rennlogo einschließlich der Farben ändern. So, und da wir sowieso noch nicht groß die Auswahl haben, werden wir jetzt einfach alle markieren. Obwohl man kann. Wie viel kriegt man hier? Ja, Lukas Öl ist am Anfang der Beste. So, ich denke, das reicht erstmal. Ich fand es sehr geil. Wenn es euch auch gefallen hat, dieser Part, dann klickt gefällt mir. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr auch, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann, tschüss.